So, hallo und herzlich willkommen zu Disney's Dreamlight Valley. Ich habe ein paar Quests freigespielt. Yay. Und die schauen wir uns doch mal an, was wir zu tun haben. Ich werde jetzt gleich nur noch ein bisschen den Sound hochschrauben, weil glücklich wie ich bin, ich ja immer den Sound, wenn ich Private-Spiele runterdrehe. Ja. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch hier schon wieder ein paar Erinnerungen rumkullern. Ich habe Dinge getan, wie immer. Und wenn ihr diesen Stream seht, wenn ihr dieses Video seht und dann später vielleicht noch einmal ein paar Aufnahmen seht, wird alles total anders sein, weil ich zu meinem, also einen Tag vor meinem Geburtstag, einfach mal, ja, einfach mal Jor mache. So, sind denn überhaupt alle wach? Also Nala, Simba ist wach, Belle ist wach, natürlich. Unsere Hoheit ist nicht wach, aber Olaf ist wach. Ja, dann sagen wir Olaf Hallo. Und sagen zu Olaf, wir machen deine Quest. So. Hier fix mal alles eingesammelt. Hi, Elfa. So, wo ist denn jetzt eigentlich Olaf? Wo hängt er denn rum? So, ich habe auch hier wieder die Wege geklaut. Ja. Oh gut, du bist hier. Hurra! Es ist Erenja. Eine heikle Situation. Oh, hallo, Erenja. Weißt du noch, wie du und die gute Fee mir dabei geholfen habt, 100 Stöcke zu finden? Ja, worum ging es da? Das wirst du gleich erfahren. Ich brauchte sie für ein streng geheimes Projekt, von dem niemand etwas weiß. Augenblick mal. Weißt du etwas über mein streng geheimes Projekt, von dem niemand weiß? Sind dafür eine Menge Stöcke erforderlich? In der Tat, ja. Ich kann endlich verraten, dass ich die letzte Woche damit verbracht habe, aus 100 Stöcken 10 robuste Stühle zu bauen. Oh, prima, die werden nützlich sein. Das denke ich auch. Stühle können für so viele Dinge verwendet werden. Man kann darauf sitzen, sich darauf stellen, um hohe Regale zu erreichen, sie für eine Deckenfestung verwenden, sie an einem Rentier als behelfsmäßigen Schlitten befestigen. So viele Möglichkeiten. Ehrlich gesagt überfordert mich das ein bisschen. Hier, warum entscheidest du nicht, was damit geschehen soll? Was mache ich mit 10 Stühlen? Auf Wiedersehen. Ich habe eine Aufgabe für das Vergessen. Moment, das müssen wir tun. Olaf, warte, das Vergessen ist wichtiger. Hängt das Vergessen gerade hier rum? Das Vergessen hat noch eine Aufgabe. Also ich habe es ja gelesen. Ich wusste nicht, wann die sich aktiviert, aber das Vergessen hat eine Aufgabe. Das begeistert mich gerade. Es gibt die kleinen Dinge, die mich glücklich machen. Und das Vergessen macht mich gerade glücklich. Na dann, auf zum Vergessen. Soll ja nicht denken, dass wir sie vergessen haben. So viel Zeit hat sie nicht im dunklen Schloss verbracht. Oh, ist das laut hier drinne? Alter, ist das schlecht abgemischt. Oh, hallo, Erenja. Du wolltest mit mir reden? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein. Natürlich nicht. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Ich benutze Besuch, um zu sehen, wie es dir geht.
Oh, es ist wirklich nett, dass du dich kümmerst. Mir geht es gut. Alle im Dorf waren so nett. Aber ich weiß nicht. Ich fühle mich heute ein bisschen gelangweilt. Irgendwie alles, was ich mir heute ansehe, kommt mir so langweilig und gewöhnlich vor. Ich erinnere mich, als wir jünger waren, war alles cool, aufregend und schön. Ich wünschte, ich könnte die Dinge wieder so sehen. Nun, alles kann schön sein, wenn du es auf die richtige Weise betrachtest. Es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Wie man es betrachtet, das ist es. Warum machen wir nicht ein paar Fotos, um dir zu zeigen, wie schön und wie schön auch gewöhnliche Dinge im Dorf sein können? Das könnte lustig werden. Ich erinnere mich an ein paar Dinge im Dorf, die ich früher sehr mochte. Im vergessenen Land gab es diese eine gelbe Blume, die wirklich schön war. Und da war dieser wirklich schicke Vogel mit dunklen Federn. Oh, und ich glaube, das Tollste im ganzen Tal ist der riesige Schädel am schillernden Strand. Ich wette, du kannst ein ziemlich gutes Foto davon machen. Deine Vorstellung von Schönheit ist also Blumenvögel und riesige Schädel. Ich liebe es. Sehe ich genauso. Oh wow, wirklich? Es ist schön, jemanden zu haben, der das versteht. Mal sehen, was wir tun können. Drei Bilder, komm sofort. Na hu? Folgst du mir jetzt etwa? Scheint so. Das Vergessen folgt mir. Aber das Vergessen ist verdammt schnell am Laufen. Ich sag doch, die ist verdammt schnell am Laufen. Hi, Prinz Eric. Ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was getan. Eine Picknickdecke aufgestellt. Einfach, weil es die gab. Und wenn ich im Stream einfach neue Wege pflanze. So, ich denke von hier... Nein, ich möchte das nicht speichern. So, ein hübscher Vogel im dunkelsten Land. Manchmal finde ich das Gesinge von den Leuten hier sehr gruselig. Aber nur manchmal. So, fix noch alles gegossen. So, was brauchen die hier? Gelbe Blumen. Das ist die Frage. Naja. Eine schöne gelbe Blume, die nur im vergessenen Land wächst. Oh, im vergessenen Land. Nicht hier.
Was? Ach so, ich habe jetzt zwei Fotos. So, ich habe die gelben Blumen und so. So alles mal auf einmal hier reingebreddert. Okay. Es gibt Schlimmeres, als mit dir zu sprechen. Wow, diese Bilder sind so toll, Erenja. Dieser riesige Schädel. Warum habe ich das Gefühl, dass etwas in ihm drin sein muss? Ich habe das gleiche Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir als Kinder darin gespielt haben oder so. Es scheint, als gäbe es keine Möglichkeit, jetzt reinzukommen. Aber vielleicht eines Tages. Jedenfalls fühle ich mich jetzt viel besser, Erenja. Und im Dorf fühle ich mich auch viel wohler. Ich habe nur eine kleine Bitte. Sag es. Sag es und mach es und ich mache es möglich. Ich habe nachgedacht. Ich liebe es, im dunklen Schloss zu leben. Es passt perfekt zu mir. Aber vielleicht könntest du in deinem Haus einen Platz für mich einrichten, wenn ich dich besuche. Du bist so gut im Dekorieren. Wahrscheinlich hast du am Chaos im Schloss gemerkt, ich bin nicht so gut darin. Das ist eine tolle Idee. Wie soll ich es dekorieren? Naja, ich fände es toll, wenn du ein paar Möbel verwenden könntest, die zu meinem Stil passen, weißt du? Etwas, das irgendwie ruhig und elegant ist. Was die Farben angeht, nun ja, schwarz und lila natürlich. Wir brauchen ein paar Sitzgelegenheiten und vielleicht etwas Schönes und Künstlerisches, um das Ganze zu verbinden. Super, machen wir es möglich. Zurück in die Einsamkeit. Schwarz, offensichtlich. Sitzmöbel, Kunst. Ach, war vergessen. So, dann komm mal mit. So, pass auf. Pass auf. So, schwarz, lila. Ja. Mach mal erstmal das. So. Hier. Kunst. Wir könnten natürlich das gespenstische Gemälde nehmen. So, wie viel von deinen Wünschen habe ich schon? Sitzmöbel. Kunst nimmt sie nicht. Okay. Was Elegantes. Hier irgendeine Lampe? Also so eine Hängelampe? Nur so einen schmutzigen Kronleuchter. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt einen schmutzigen Kronleuchter antun. Spiegel. Der vergoldeten Träume, okay. So, noch was Elegantes. Ach du Scheiße.
Habe ich das jetzt wieder laut gesagt? Oh, ich werde mich irgendwann mal so ohrfeigen. Noch mehr elegantes Zeug, Alter. Eleganz sind wir durch, okay. Schwarz. Ich könnte ja den schwarzen Marmor-Esstisch nehmen. Da guckst du. Pass auf. Mach mal den mal babum hier. Ja. Muss ich noch mal kurz. So, jetzt brauche ich lila. Lila und Sitzmöbel. Noch Sitzmöbel. So. Und noch was Lilanes. So. Und ein düsteres, boah, düsteres Blumenarrangement. Mache ein Foto von dem Raum, den du für das Vergessen dekoriert hast, Alter Schwede. Du hast so einen schönen Platz für mich in deinem Haus geschaffen, Erenia. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Du brauchst überhaupt nichts zu sagen. Ich wollte nur, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ich glaube, so wohl habe ich mich seit Ewigkeiten nicht mehr gefühlt. Ich bin wirklich froh, dass du nach Dreamlight Valley zurückgekommen bist. Es fühlt sich an, als wäre ein Teil von mir, der mir gefehlt hat, endlich wieder da. Ich fange an, das Gleiche zu fühlen. Wir sehen uns. Ich bin plötzlich ziemlich aufgeregt, das Tal zu erkunden und zu sehen, was ich noch alles finde. Ich denke, selbst ein gewöhnlicher Tag kann irgendwie magisch sein, oder? Oh, da wir gerade von etwas Magischem sprechen, ich habe eine Überraschung, um dir zu danken. Remy hat mir beigebracht, wie man backt. Ich wollte etwas für uns machen, das wir teilen können. Oder du kannst einfach alles selbst essen. Ich bin noch nicht sehr gut darin, aber ich hoffe, sie schmecken dir. Remy sagt, es ist ein altes Rezept von Minnie. Kekse? Kekse! Endlich mal was Gutes. So, wir sollen ja von Olaf aus die Stühle platzieren, ne? Wenn ich gerade Stühle platzieren? Oh, das Aufgabe kann man ja auch noch machen, wartet. Ich hoffe, Bass schläft nicht. Ich werde das Zimmer übrigens wieder abbauen. Ich krieg sicher was Schöneres fürs Vergessen hin. So, wo ist denn Bass? Bassi, 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 Bass. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort hier sehen. Ja.
Danke. Wo ist denn was? Oh. Gemacht, Herr Renja. Die Außerirdischen, die nach Hause zurückgekehrt sind, wurden gefasst. Ich glaube, es werden nur noch wenige Außerirdische vermisst, aber wir werden unsere gesamte Fähigkeiten aufbieten müssen, um sie zu finden. Ich werde weiter patrouillieren. In der Zwischenzeit dachte ich, du würdest ein weiteres Versorgungspaket der Space Ranger zu schätzen wissen. Faszinierend. Danke, Buzz. Ich weiß, Items immer zu schätzen. So. Oh, Solarpentia. Aber was war das denn jetzt für eine Quest? Wartet. Ich soll ja die 10 Stühle platzieren. Soll ja die 10 Stühle platzieren? Oh, König Athos. Oh, Vajana. Ich finde das mit den Sternbildern so cool. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr hinzu. Aber ich dachte mir so, wenn Olaf uns schon Stühle gibt... So. So. Das soll ja unser Entertainment-Gebiet werden. Wäre ja blöd, wenn wir vor der Bühne keine Stühle hätten. Ich meine, Standbühnen gibt's auch, aber... Wäre halt blöd. Ja, vielleicht finde ich noch irgendwann mal schönere Stühle, aber... Für den Moment... Aber scheinbar war das keine richtige Quest. Das war nur so ein... Mach mal bitte. Sehr seltsam. Ist ja seltsam, wenn das nur so ein Mach mal bitte ist. Hm. Okay, dann gehen wir mal zu Belle. Hi, Guff. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das jetzt hier schon Sonnenuntergang ist, ob es hier schon Nacht ist oder nicht. Sieht gerade alles nicht sehr nach Nacht aus. Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. Bonjour, Erenia. Hättest du Zeit, mir bei einem kleinen Problem mit einem Buch zu helfen? Natürlich. Weißt du, als ich in dein Tal kam, musste ich leichtes Gepäck mitnehmen. Also konnte ich nur ein paar Bücher mitnehmen. Und die meisten von ihnen habe ich bereits gelesen. Ich würde gerne etwas Neues lesen. Also habe ich Merlin gefragt, ob er mir etwas aus der Dreamlight-Bibliothek ausleihen kann. Aber er hat Nein gesagt. Er erklärte mir, dass in der Vergangenheit zu viele Bücher ausgeliehen und nicht zurückgegeben wurden. Die Bibliothek sollte aber für alle offen sein. Merlin stimmte ihm zu, aber er ist ziemlich frustriert über die Situation und will nicht noch mehr Bücher verlieren. Ich möchte, dass die Bibliothek wieder geöffnet wird und frage mich, ob du mir helfen kannst, einige der fehlenden Bücher zu finden und sie zurückzubringen. Ja, ich kann dir dabei helfen.
Das ist wundervoll, danke. Wieso teilen wir es nicht auf? Ich hole die eine Hälfte der Bücher und du die andere. Könntest du zu Goofy, Mirabelle, Herr Duck sowie Remy gehen und sie nach ihren Büchern fragen? Jo. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, dass ich stören muss. Hallo, Irenia, was führt dich her? Ich habe eine Liste mit Büchern, die die Dorfbewohner vergessen haben, der Dreamlight-Bibliothek zurückzugeben. Und dein Name steht auch drauf. Ui, ich wusste, dass mir etwas entfallen ist. Schau mal, ich habe das Buch hier. Bitte sag Merlin, dass es mir sehr leid tut. Danke. Das Buch heißt Elefantengedächtnis. Werde zum Elefant. War es hilfreich? Das dachte ich auch, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es geht darum, dass man nichts vergisst. Und ich erinnerte mich an viele Dinge. Also dachte ich, es funktioniert. Aber dann habe ich vergessen, das Buch zurückzugeben. Also hat es wohl doch nicht geklappt. Ach, mach dir nichts draus. Mach weiter so mit deiner guten Nicht-Gedächtnisarbeit, Goofy. Danke, Irenia. Ich danke, dass du Merlin geholfen hast, sich um die Dreamlight-Bibliothek zu kümmern. Bis bald. So, Dagobert Duck. Hallo. Guten Tag, Irenia. Büchersuche. Ich kann es kaum erwarten zu hören, welche neue Gelegenheit du heute für mich hast. Eigentlich geht es eher um etwas, das du für mich hast. Belle und ich suchen nach verschwundenen Büchern aus der Bibliothek. Anscheinend hast du eines davon. Ah ja, die Theorie des Münzpools. Ein faszinierendes Thema. Ich habe sogar vor, es für mich zu behalten. Du kannst es jederzeit wieder ausleihen. Ja, das werde ich vielleicht tun, nachdem ich die Bibliothek entschädigt habe, natürlich. Aber leider habe ich das Buch nicht mehr. Wo ist es denn? Das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte. Ich war am schillernden Strand, um nach Schätzen zu graben, aber leider konnte ich nicht einmal einen verrosteten Pfennig finden. Um mich ein bisschen vor der Sonne zu schützen, setzte ich mich in eines der Löcher, die ich gegraben hatte, und beschloss, etwas zu lesen. Nach einer Weile stand ich auf und führte die Löcher wieder auf, die ich gegraben hatte. Erst als ich zum Hauptplatz zurückkam, bemerkte ich, dass das Buch fehlte. Ich muss es aus Versehen vergraben haben. Ich wollte zurückgehen und es ausgraben, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Loch ich es vergraben habe. Mach dir keine Sorgen, ich werde es finden. Eine Schatzsuche nach dem Buch, um es am schillernden Strand auszugraben, kommt sofort. Auf Wiedersehen. Und dann machen wir noch die... Ja, nun ist die Lichtung... die Lichtung ist bei dir in guten Händen, Irenia. Ich habe sie schon lange nicht mehr so schön gesehen. Mach weiter so und du wirst das Torf in kürzester Zeit zu deinem machen. Ach, Wiederaufbau des Tals. Ja, geil. Mirabelle ist bei sich zu Hause, Remy auch. Hallo! Es ist immer schön, dich zu sehen, Irenia. Was kann ich für dich tun? Belle und ich sammeln die Bücher, die aus der Bibliothek ausgeliehen wurden und... Und du willst, dass ich das, was ich mir geliehen habe, zurückgebe. Glaub mir, ich wünschte, ich könnte das. Leider gibt es da ein kleines Problem. Ich habe es verloren. Ich werde es finden. Das wäre großartig. Wenn das jemand kann, dann du. Okay, folgendes ist passiert. Ich las den Roman Außergewöhnliche Rattenteuer über einen Rattenabenteurer auf dem Steg am schillernden Strand. Hä? Doch dann stolperte Donald über eine Schildkröte und fing an zu schreien. Er hat mich so erschreckt, dass ich das Buch ins Wasser fallen ließ. Es ist mit Sicherheit ruiniert, oder? Wie ich Merlin kenne, hat er alle Bücher mit der Dreamlight-Bibliothek verzaubert, damit sie nicht beschädigt werden. Meinst du? Ich schätze, das sähe Merlin durchaus ähnlich. Ich werde versuchen, es am schillernden Strand zu angeln, sobald ich den Rest der Bücher zurückbekommen habe. Danke. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ah, warum seid ihr alle so schusselig? Ist doch nicht normal. Wie geht ihr mit Bibliotheksbüchern um? Hi, Casita. Irenia, ich bin froh, dich zu sehen. Ich brauche wirklich dringend deine Hilfe. Ich habe versucht, Plüschtiere zu machen, wie die Tierfreunde meines Cousins Antonia aussehen.
Also habe ich mir ein Buch mit Nähmustern, kreative Kreaturen aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber dann als sah ich Remy und er wollte, dass ich die neuen Arepas probiere, die er gemacht hat. Was ich natürlich tun musste und jetzt kann ich das Buch nicht mehr finden. Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wirklich? Puh, das ist eine Erleichterung. Der letzte Ort, an dem ich es hatte, war auf dem Hauptplatz, als ich die Eichhörnchen fütterte. Ich fange damit an, auf dem Hauptplatz zu suchen. Adios. Cuídate. Arrivederci. Okay, kreative Kreaturen irgendwo auf dem Hauptplatz. Schon verstanden. Sei nicht gekränkt, beruhig dich mal. Sei nicht betrübt, trotz deiner Qual. Ach. So. So, ich brauche jetzt nur noch was Goldenem suchen. Wie hier zum Beispiel. So, und hier muss ich nur noch etwas suchen, was so ein bisschen hervorguckt. Wie? Hier zum Beispiel. Schade. So, wo ist denn Bell? So, Bell kommt wo hier hinten runter. Oh, danke, Erenia. Du hast all die vermissten Bücher gefunden. Jetzt können wir sie alle zu Merlin zurückbringen. Bitte komm mit mir. Ich bin sicher, dass er sich auch bei dir bedanken will. Merlin, wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich dir gerne etwas mit dir besprechen. Ein geistreiches Unterfangen, hoffe ich. Und was wäre das? Erenia und ich wollten der Bibliothek helfen. Also haben wir einige deiner fehlenden Bücher gefunden. Das hast du? Das ist großartig. Ich war mir sicher, dass ich sie nie wieder zurückbekommen würde. Meine Güte, ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt. Ich würde euch sogar gerne einladen, ehrenamtliche Bibliothekare zu werden. Eine Bibliothekarin? Oh, das wäre wunderbar. Ich danke dir sehr. Natürlich musst du dich mit meinem Ordnungssystem vertraut machen. Vielleicht kannst du damit anfangen, den richtigen Platz für all die Bücher zu finden, die du mitgebracht hast. Aber was ist, wenn wir etwas in das falsche Regal stellen? Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Art Zauber für eine solche Situation geschaffen. Wenn du etwas in den falschen Abschnitt legst, sagt dir das Regal selbst Bescheid.
und spuckt das Buch aus, wa? Geh zur Dreamlight-Bibliothek. Wo ist die denn? Wo ist denn hier die Dreamlight-Bibliothek? Ich kann mir nur vorstellen, dass es Merlins Haus ist. Vielen Dank für deine Hilfe, Erenja. Die Dreamlight-Bibliothek hat wieder geöffnet und ich freue mich schon darauf, dabei zu helfen. Ich konnte die richtigen Stellen für alle bis auf 3 der Bücher finden. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Das erste ist das Nähbuch, Kreative Kreaturen, das du von Mirabel bekommen hast. Es gibt nur 3 Kategorien, die ich noch nicht ausprobiert habe. Eulenpflege, trainiere deine Zuckerdose, Talente ohne Zauberstab. Ich denke, das Kreative Kreaturen gehört in Anleitung ohne Zauberstab. Das war meine erste Wahl. Ich hoffe, es ist die richtige. Ich habe das Buch zurück ins Regal gestellt und es ist nichts Seltsames passiert. Merlin sagte uns, dass die Bibliothek uns Bescheid geben würde, wenn wir einen Fehler machen. Ich glaube, wir haben es gleich beim ersten Versuch richtig gemacht. Das zweite Buch, das wir ins Regal stellen müssen, ist von Herrn Duck. Er hatte sich die Theorie des Münzpools ausgeliehen. Die Kategorie, die ich nicht ausprobiert habe, sind Geldpolitik und Schwimmstöße, Metamorphose für Anfänger und das Einmaleins der magischen Duelle. Ich denke, die Theorie des Münzpools sollte in die Kategorie Geldpolitik und Schwimmstöße. Meine Güte, glaubst du, in dem Buch geht es darum, in echten Münzen zu schwimmen? Ist das möglich? Ich werde das ganz sicher auf meine Liste zum Lesen setzen, aber erst einmal stelle ich es ins Regal. Das war das richtige Regal und das gleich beim ersten Versuch. Es scheint, dass wir ein ziemlich gutes Team sind. Das letzte Buch habe ich von Ursula. Verfluchte Verhandlungen. Bessere, hinterhältigere Abmachungen zu treffen. Sie sagte, es wäre wirklich inspirierend gewesen. Die einzigen Regale, die ich noch nicht ausprobiert habe, sind Innenarchitektur für Zauberer, magisches Vertragsrecht und Prophezeiung. Was könnte schiefgehen? Verfluchte Verhandlungen, bessere, hinterhältigere Abmachungen treffen, magisches Vertragsrecht. Das klingt doch nach einem Buch über magisches Vertragsrecht, oder? Ich werde es einfach mal nachsehen. Das war das richtige Regal. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Du warst mir eine große Hilfe, Erenja. Vielen Dank dafür. Du hast den größten Teil der Arbeit gemacht. Nun, ich bin froh, dass wir das zusammen machen konnten. Jetzt, nachdem wir fertig sind, würde ich gerne eins der Bücher aus der Dreamlight-Bibliothek lesen. Ich habe eine Liste mit den Büchern gemacht, auf die ich mich am meisten freue. Aber während ich verfluchte Verhandlungen, bessere, hinterhältigere Abmachungen treffen, wieder dahin zurückgestellt habe, wo es hingehört, fand ich etwas ganz hinten im Regal, versteckt hinter den anderen Büchern. Es ist ein ziemlich mysteriöses Buch. Geschrieben in Buchstaben, die ich noch nie gesehen habe. Ich frage mich, was darin steht. Das könnte das erste Kapitel eines neuen Abenteuers sein. Das habe ich auch gehofft. Ich werde versuchen, dieses mysteriöse Buch zu entschlüsseln. Ich muss wissen, worum es geht. Nochmals vielen Dank, Erenja, dass du mir geholfen hast, die fehlenden Bände zu finden, damit jeder die Bibliothek genießen kann. Wir sehen uns bald wieder. So, und ich glaube, das war's auch schon für diese Folge. Yep, das war's schon wieder Überlänge. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir gucken, was wir als nächstes für eine Quest machen. Ich danke euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.